Apotheke, P-Potheke, O-Potheke, T-Potheke, H-Potheke, Hypotheke, K-Potheke, Hypotheke, K-Potheke, Hypotheke, O-Potheke, T-Potheke, H-Potheke, Apotheke, O-Potheke, O-Potheke, Apotheke, Hypotheke, P-Potheke, L-Potheke, Apotheke, R-Potheke, S-Potheke, Apotheke, P-Potheke, Apotheke, U-Potheke, L-Potheke, Hypotheke, N-Potheke, P-Potheke, Hypotheke, Hypotheke, P-Potheke, Potheke, Flixe, Potheke, Apotheke, T-Potheke. Yes! Oh yeah! Let's go! Das ist der Schildkrötentanz! Schildkrötentanz! Ich krabbel im Sand, bin uralt. Ich krabbel im Sand, bin uralt. Krabbel im Sand, komm zum Meer, meine Kinder sterben drauf. Meine Kinder gehen drauf. Meine Kinder gehen drauf. Unscharf, Kamera wackel, meine Kinder gehen drauf. Das ist der Schildkrötentanz, Schildkrötentanz. Überall Eier, das ist der Schildkrötentanz. Eier auf dem Boden, Eier auf dem Rücken. Eier im Arsch, das ist der Schildkrötentanz. Wir machen Schimmel den ganzen Tag. Kommt rein und kostet den Schimmel für uns. Du hast ein neues Haus gekauft, willst gerade einziehen. Du freust dich auf eine schöne Zeit in deinen vier Wänden. Doch dann kommen wir und bringen den Schimmel mit. Wir sind die Schimmelbrüder. Wir sind die Schimmelbrüder. Mach's dir schön. Die Schimmelbrüder haben ihren Text nicht drauf. Bisschen schöne Dusche nehmen, dich mal schön abwaschen. Kleines bisschen entspannt bei dir zu Hause. Doch was ist das? Das sind die Schimmelbrüder. Das sind die das sind die Schimmelbrüder. Mach den Kühlschrank auf. Schau, was da liegt. Da liegt Obst und Gemüse. Liegt es noch lang da? Nee, ganz sicher nicht. Denn was kommt als nächstes drauf? Die Schimmelbrüder. Ganz recht. Das sind die Schimmelbrüder. Ganz recht, die Schimmelbrüder. Du willst was gegen uns tun? Du sprühst was auf uns drauf? Du denkst, du hast es in der Kontrolle gehabt? Dauert nur eine Woche, dann sind wir wieder da. Wir sind die Schimmelbrüder. Schimmel von oben, Schimmel von unten. Schimmel nach hinten, Schimmel verbogen. Wir sind weiß, wir sind eklig, auf uns wachsen alle Dinge. Wir sind überall, wo du uns nicht haben willst. Wir sind die Schimmelbrüder. Die Schimmelbrüder. Ganz pelzig und süß, lecker und schwarz, braun und grün. Alles ist da und wir haben einfach Spaß mit den Schimmelbrüdern. Wir sind die Schimmelbrüder. Du hast uns manchmal gern auf deinem Camembert. Du isst uns gerne und steckst ihn in deinen Mund rein. Doch wir sind ganz anders. Wir sind nicht die leckere Sorte. Wir sind... Wir sind die Schimmelbrüder. Ja, die Schimmelbrüder. Wir kommen und erfinden das Penicillin. Ganz aus Versehen. Über Nacht ist das nicht geil. Die Schimmelbrüder. Wir sind die Schimmelbrüder. Du lässt was draußen liegen, im Schuppen oder im Park. Es wird ganz nass, du willst es dann nochmal probieren, doch es ist überall mit Schimmel bezogen. Wer war denn das? Ich glaub, das waren doch ganz sicher. Das waren die Schimmelbrüder. Da-da-da-da. Die Schimmelbrüder. Du, gibst du deinem Kind ein bisschen Banane oder eine Mandarine mit in die Schule, dann bringt es es zurück. Aber ganz sicherlich ist es dann nicht mehr orange, sondern wahrscheinlich verschimmelt. Da waren die Schimmelbrüder am Werk. Da waren die Schimmelbrüder am Werk. Schimmel dich. Dieses Video. Schimmel mich. Schimmel mich, schimmel mich, schimmel mich. Wir waren die Schimmelbrüder. Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an, wow! Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an, wow! Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an, wow! Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an, wow! Feuerzeug hier, Feuerzeug, zeig da! Feuerzeug hier, Feuerzeug, zeig da! Jetzt ist heiß! Jetzt ist heiß! 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 Jetzt wird's heiß! 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 Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an! Brenn! Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an! Brenn! Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an! Hier, rock den Scheiß! Brenn! Haus! Rock den Scheiß! Brenn! Haus! Brenn! Rock den Scheiß! Brenn! Haus! Zünd die Scheiße an, Mann. Kurze Intermission, holt euch neuen Drink, gleich geht's weiter. Fuck, das sprayt weiter. Das sprayt weiter, bis zum geht nicht mehr. Es geht nicht mehr weiter, mit dem sprayt weiter. Jetzt geht's los, Bälle. Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an, brennt. Zünd die Scheiße an, brennt. Zünd die Scheiße an, zünd die Einheit an, brennt. Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an, hier. Brennt, brennt. Wir wollen, dass es brennt, wir wollen, dass es brennt, yeah. Alles soll brennen, es soll heiß werden, yeah. Zünd die Scheiße an, zünd die Scheiße an, yeah. Zünd die Scheiße an, Teil 2! Jetzt zünd sie nochmal an, brennt's ab! Yeah! Zünd sie nochmal an, brennt's ab!
Feuer, Funken, Glut, find ich gut. Die ganze Welt soll brennen, jetzt sofort. Streich Holzkopf, zünd ich an. Holt die Feuerlöscher aus dem Keller. Jetzt kommt der Remix, let's go. Zünd die Flamme an, zünd sie an. Ich will alles brennen sehen. Ja, well, I need more snares on my head for a man. Zünd die Scheiße an, let's go. Lass die Scheiße brennen, lass es brennen. Alle Jacken aus, jetzt wird's heiß. Kannst mich schön den Feuerteufel nennen. Die ganze Bude brennt, lass es brennen. Brenn die Brücke ab, brenn sie ab. Überall Rauch, lass es brennen. Oh, das war mal knapp. Gar nicht mal so spektakulär. Ich bin langsam desinteressiert. Gleich krieg ich's weg, noch einen Moment. Wann hört es endlich auf? Ich will schlafen. Galactica! 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 Unendlicher Weltraum! Galactica! Wo ist der Weltraum? Galactica! Unendliche Weiten! Galactica! Alles klar in Galactica! 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 Galactica ist wieder da. Donnerstagabend mit Galactica. Es ist galaktischer Rock für galaktische Leute. Galaktische Leute sind dabei mit Galactica, die sieben Leute der Leute. In Galactica! In Galactica! In Galactica! Haben wir richtig Spaß! Mann, Mann, ey. Wer hat ihn geschrieben? Gefällt dir das? Von der Stimmung her, von der Stimmung her, von der Stimmung her, von den Noten her. Let's DIY. Text her, gib den Text her, gib die Noten her, gib die Noten her. Ich will einen Song singen mit dir, mein lieber Florentin. Hast du mir was zu sagen? Willst du mir jetzt was schreien? Dann komm schon hier, Baby, lass es niemals sein. Ich baue einen Kreis um dich herum, mit allen Dingen drin. Danke. Die ich so mag an dir, die ich so gerne seh an dir. Wieso ein Kreis, ist das die Erfüllung oder willst du mir was anderes damit sagen? Florentin, willkommen schon, antworte mir. Ein Kreis hat kein Ende, ein Kreis hat kein Ziel. Drum bin ich da bei dir, wie du bei mir. Ich seh dich morgens, ich seh dich in der Nacht. Wenn ich mal einschlafen will, bist du bei mir dabei. Das stimmt tatsächlich, ist nicht nur so ein Spruch. Ich steh bei dir jede Nacht im Kapuff und ich will dich küssen, liebkosen, umarmen, will deine Liebe spüren und nie wieder gehen in den Garten. Das ist mir oft ein bisschen zu viel, ein bisschen zu nah, aber ich weiß, dass du es brauchst, deswegen bin ich für dich da. Du bist immer empathisch, sympathisch und nett und gehst über Brücken für mich. Du bist mein Kreis, flüsterst leise in mein Ohr, immer für mich da, mein Kreis. Danke dir, Tini, du bist mein Freund, ich will dich nie wieder verlieren. Du bist mein Kreis, mit Diamanten drin und nem Kleberfleck in der Mitte, in dem hängt mein Herz. Ganz schön, Baby, gib mir dein Herz. Löse den Kleber, gib es mir her. Ich will's in der Tasche haben, will damit rausgehen, will immer damit spielen können, ich will. Mein Herz hängt im Kleber. Herz.
Es klebt fest in Selbstzweifel, Angst und Armut. Doch du klebst mich los, kratz ihn weg mit Fingernageln, dreckig und auch schleimig. Kratz den Kleber weg. Bei mir kannst du stark sein, ich halt dich fest. Du musst keine Angst haben, ich bleib bei dir. Wenn du mich liebst, dann weißt du, dass ich dich niemals loslassen werde. Liebe würde ich's nicht nennen, eher einen guten Kollegen. Mit dir würde ich auch gern eine schöne Freundschaft pflegen. Das reicht mir auch, ich finde das auch schön. Mir reicht eine Freundschaft und Kollegialität. Gut, ich sage, eine Sache spricht dagegen, dass man diesen Kanal... Okay, wir sind uns einig, das ist ein Deutscher. Okay, wir sind uns einig, da ist viel, keine Ahnung, Sardine, deutsche Produzenten. Flutscht mir den Hals herunter und fließt ganz rein. Es ist die ölige Sardine, sie flutscht herum. Kaum in den Fingern, schon in meinem Mund. Es ist die ölige Sardine, sie rutscht durch die Welt. Sie ist Teil meines Körpers, ob's ihr gefällt oder nicht. Lass mich hier los, ich will nicht in deinen Mund. Hör jetzt auf. Aber du bist so ölig. Warum bist du so ölig? Warum bin ich so ölig? Weil du mich voll geölt hast. Flutsch in mich rein, flutsch in mich rein. Nein. Du bist so ölig, so schölig. Warum bist du so ölig? Flutsch in mich rein. Du hast ein Liter Olivenöl bei mir reingekippt und deswegen liege ich jetzt hier. Und ich will wirklich nicht mehr. Ich will zurück in die See. Ich will schwimmen mit den Walen, oh weh. Du schwimmst in dem Meer aus feinstem Öl. Du schwimmst nach links, schwimmst kreuz und quer. Schwimmst durch die Welt, einmal durch den Atlantik durch. Doch die Reise endet, wenn ich Hunger habe. Dann flutschst du in mich rein, du öliger Freund. Küss meinen Mund, küss meine Zunge. Rein mit dir da rein in den öligen Himmel. Ich mach dich nicht mal satt, komm, lass es sein. Du kannst ja Brötchen essen. Wir alle werden sterben, eines Tages ist es soweit. Oh nein. Egal wie wir sterben, wir alle sterben, das ist die Gewissheit. Wann? Eines Tages wirst du tot sein. Die Würmer werden dich auffressen. Oh. Dann ist dein Leben zu Ende. Und man wird dich schnell vergessen. Du wirst sterben. Wie lang? An einer Lower Respiratory Disease in 1 von 27 Fällen. In anderen Weiten kann man die Sachen sind ein bisschen schnell. Du bist vergiftet, du wirst überfahren, du wirst angeschossen, du wirst runterfallen. Doch die große Frage im Leben ist immer noch, werde ich zu Kompost oder nicht? Schmeißt du mich in den Restmüll oder entsorgst du mich fachgerecht? Die Frage geht raus an meinen Mörder Florentin. Bin ich dein Mörder? Das Gericht war sich da einig. Doch ich werde dich nie mehr loslassen. Und eines Tages wirst du in meinem Wohnzimmer stehen und nach deinem Tod weiter in meinem Leben sein. Ausgestopft, aufgefüllt mit Gelee und Grease, ganz bis oben hin. Und mich jeden Tag an lächeln. Du bist immer mit dabei. Du bist mein toter Lars. Fast so gut wie lebend Lars, doch du bist toter Lars. In einer legalen Hinrichtung ermordet, du wurdest von einem Erdbeben erfasst. In einer Flut bist du ertrunken, eines Tages wird's uns alle treffen. Werden wir von Feuerwerk in die Luft gejagt? Hat unser Tod gestunken oder wurden wir von einer Hornisse gestochen? Und dann sind wir tot.
Sprintwetto. Es bleibt nur die eine Frage: Lande ich auf dem Kompost oder entsorgt ihr mich anderweitig? Ich sehe schon die Thumbnails für die nächsten Videos, das heißt, wir können endlich aufhören zu singen. Manchmal sitze ich da und die Schuhe, die schauen mich an und fragen mich, sag mal, wann gehen wir eigentlich mal wieder raus? Und ich sag, Schuhe, ich bin nicht mehr der Alte. Ich hab einen Job, ich hab eine Frau, ich hab ein Kind. Doch die Schuhe sagen mir, ich kitzel's doch mal wieder raus in die Natur. Und ich sag ihnen, ich bin nicht mehr der Alte. Ich hab ein Kind, ich hab eine Frau, ich hab einen Job. Und dann. Doch die Schuhe wandeln mit ihren Schnürsenkeln und schauen mich an und sagen, komm, da ist doch noch was in dir. Du willst doch noch mal raus, Mensch. Du bist doch noch nicht ganz am Ende. Hast du die Welt schon gesehen? Und dann. Dann sag ich, nein, ich bin doch noch der Alte. Ein bisschen alter bin ich doch noch. Und dann geh ich raus und zieh mir die Schuhe an. Und dann kam. Und dann kam ich nach vorne. Und dann war da kein Schuh mehr. Und dann bin ich wieder nach hinten gegangen. Und dann war da auf einmal noch ein Schuh. Und dann habe ich mir den Schuh angezogen. Und dann bin ich wieder nach vorne gegangen. Und dann habe ich in meinen alten Schuh gewählt. Ja, danke. In den Schuhen bin ich ich. Ich zieh sie mir an und ich fühl mich, als wäre ich wieder daheim. Die Straße ist meine Heimat. Der Horizont, mein einziger Traum. Und dann bin ich rausgegangen und dann lag da wieder nur ein paar Schuhe. Und dann bin ich in diese Schuhe reingegangen und dann hab ich gemerkt, dass da ein Stein im Schuh drin ist. Das war unnötig. Und ich trete auf den Stein, ich trete auf den Wald. Und ich merke, das ist mein Zuhause. Hier darf ich sein, hier bin ich Mensch. Der Horizont ist meine Heimat. Und dann bin ich zu meinem Kleidercontainer gegangen und hab dann gefragt, ob ich da meine Schuhe reinwerfen darf. Und dann haben die gesagt, da ist ein Loch im Schuh, darf ich da nicht reinwerfen. Und dann bin ich wieder nach oben gegangen. Und dann stand da ein Schuh. Und dann habe ich gesagt, Schuh, Mensch, was ist denn los? Und dann hat er gar nicht geantwortet, weil es Schuh war. Dann habe ich gesehen, dass meine Mutter hat dann auch noch einen Schuh da hingelegt. Und er war ganz gemütlich. Dann habe ich mit den Schuh habe ich dann ein bisschen getragen, auch eine Weile lang. War ganz schön. War okay. Habe ich ihn mir abgegeben. Irgendwann. Eigelb und Eisweiß. Eigelb und Eisweiß. Eigelb, Eiweiß, Schale. Das sind die drei Komponenten, die ich liebe. Ihr braucht das Protein. Ihr braucht das Eiweiß sehr für die Kräfte, für den Sport und für die Liebe natürlich auch. Eigelb mag ich sehr, Eiweiß mag ich sehr, nur die Schale mag ich nicht. Die Schale esse ich nicht, die Schale mag ich nicht. Halt mir die Schale vom Leib. Das ist kein Problem, ich hab dir was, das hilft dir bei deinem Problem und zwar ein Eierschalen. Zermalma, für dich, bitteschön. Du bist das Eigelb, ich bin das Eiweiß, nur zusammen sind wir treu in einem Ei. Die Schale, die mag ich nicht, die werf ich weg. Doch, was macht man am besten mit Eiweiß und Eigelb? Genau das gleiche wie mit uns, und zwar trennen. Trennen. Wir sollen uns trennen, Florentin. Miau, 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 miau. Wir sollen uns trennen, Florentin. Miau, 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 miau. Trennen, Florentin. Wir sollen uns trennen. Wir müssen uns trennen. Das war's. Main Building 194. Kauf meine Butze. Kauf sie in dich rein. Ich lad dich ein.
Freitag nach. Was brauche ich zum Leben? Viel brauche ich doch nicht. Nur den Sonnenschein, ein Büschel Gras und dich. Viele Fenster sind da, viele Türen auch. Mehr brauche ich nicht, mehr brauche ich nicht. Ein Dach aus Liebe, ein Wohnzimmer aus Geborgenheit, Lichtschalter aus Liebe und ein Keller voller Träume. Das reicht fürs Glück, komm zu mir am Wochenende und spür das Glück. Transformed in 2001 by the owner. Ja, wir sind Train Watcher. Train Watcher. Wir lieben es, die Trains zu watchen. Wir sind Train Watcher. Train Watcher. Wir lieben nichts mehr als den Zug. Tschu, tschu, tschu. Train Watcher. Train Watcher. Wir lieben es, die Trains zu watchen. Train Watcher, Train Watcher, nichts ist größer als der Zug. Ja, wir sind Train Watcher, Train Watcher, wir lieben es, Züge anzuschauen. Ja, wir sind Train Watcher, Train Watcher, wir fahren auch manchmal mit. Ey, Leute da draußen, jetzt geht Ganja los. Pack die Hüte aus und touch bar. Lauter, bitte. Ja. Das ist der technische Problem. Reggae-Song. Wir haben die technischen Probleme nicht im Griff. Wir wissen nicht, wo wir sind, wie viel Uhr es ist. Das Mikro ist schon halb kaputt. Ich sehe es nicht. Wie viel Zeit ist noch in der Sendung verbleibend? Was ist mit der Kamera? Warum sehe ich mich nicht? Legalize it, baby, rubber janga. Legalize it, baby, rubber janga. Glückwunsch an alle Leute da draußen, die gekämpft haben für Legalisierung. Heute gibt's ein neues Gesetz. Heute gibt's ein neues Gesetz. 58.633. Oh ja, geil, das klingt geiler. Das ist der Reggae-Bär. Ja, der Reggae-Bär. Ich komme von Reggae her. Yes. Reggae mag ich sehr. Was hast du heute so erlebt, Reggae-Bär? Ich hatte einen schönen Tag, auch ohne Drogen. Das sage ich euch hier, ich habe euch nicht angelogen. Man kann auch ohne einen schönen Joint einen richtig schönen Tag haben, mein lieber Freund. Ich komme aus dem Wald, da gibt's schöne Sachen. Da kann man was lernen und auch drüber lachen. Ihr braucht keine Drogen, um ein schönes Leben zu genießen. Danke, Reggae Bear. Ciao, Magst Leute. Du noch einen Zug? Vom Joint? Legal ist es jetzt, das finde ich auch gut. Aber trotzdem lasse ich mich nicht davon verleiten. Der Ziegelstein hält alles zusammen. Die ganze Welt ruht auf ihm. Ruht auf ihm. Der Ziegelstein trennt mich von dem draußen, von allem, was da draußen auf mich wartet. Es wartet. Der Ziegelstein, ich vergesse ihn so oft, doch hab ich ihm so viel zu verdanken. Danke, Ziegelstein. Danke, lieber Ziegelstein. Oh yeah, du bist mein bester Freund. Ziegelstein. Ohne dich würde ich im Regen schlafen und kaum noch was zu essen haben. Danke, Ziegelstein! Lass mich dein Ziegel sein! Oh, yeah! Oh, verflixte Knicks! Mit Florentin Will! Oh, lass Paulsen! Schick mir dein Undercover-Video. Ich finde es, wenn auch nicht heute, dann irgendwo. Im Mülleimer von Johanna auf dem Laptop. Ist es immer noch besser als auf Twitter. Verflixte Klicks mit Lars und Tidi. Jetzt geht's ab. Wir stehen im Bikini am Meer. Donnerstagabend. Du weißt, was zu tun ist. Schalt den Fernseher ein. Mit Lars.
da liegt was in der Luft. Lange werde ich dran denken. In der Luft. Heute ist einer dieser Tage, ich mag sie gern. Morgen wieder auf. Alter! Ich geh nicht gerne raus, ich bleib lieber drin. Doch ich mag die Berge, ich mag sie sehr gern. Doch ich wär gern drin und hätte die Berge bei mir. Aus diesem Grund hol ich die Berge zu mir, ich druck mir Berge. Ich druck sie mir. Ich druck die Berge. Die Steine mergen. Da liegt was in der Luft. Für Lars und Florentin. Was ist es? Einer von den beiden wird heute seinen Tag erleben, an dem alle Träume in Erfüllung gehen. Meine Träume. Da liegt was in der Luft. Der Luft. Ich spüre es genau, ich weiß es, da liegt was in der Luft. Bei deinen Soli bleibt mir immer nichts anderes übrig, als Boygroup-mäßig nach meinem Wort zu wiederholen. In der Luft. Let's go! Wenn du mich fragst, sag ich dir, da liegt was in der Luft. Doch du fragst mich nicht. Doch du fragst mich nicht. Wenn du mich fragst, dann sag ich, da liegt was in der Luft. Aber du fragst mich nicht. Aber du fragst mich nicht. Liegt da was in der Luft? Da liegt was in der Luft, da hast du die Nase spitz gemacht. Liegt was in der Luft, wer das nicht sieht. Yes. Yeah! Jetzt geht's los, Baby! Der Frankenwaller ist am Start! Er rappt so richtig hart, let's go! Da liegt was in der Luft. Yeah! Was liegt denn da in der Luft, Waller? Komm schon, sprich mit mir, Waller! Ich brauch die Infos! Da liegt was in der Luft. Ich weiß, Waller, aber was liegt denn in der Luft? Das Schicksal, das mich ruft. Das Schicksal? Wohin führt es uns? Waller? Jede Zahl kann es sein, ich weiß es noch nicht genau. Die 508 oder 203. Wiederhol die Nummer nochmal, mein kleiner Waller. 508 oder 203, doch ich sag dir eins, das Video, das wir gerade sehen, ist was Besonderes, denn es ist unter besonderen Umständen entstanden, und zwar von der Rocket Beans Community. Also zückst du was, Baby? Ich zück die Undercover-Karte. Da ist sie, da ist sie, rein ins Treppenhaus mit dem Kondom. Denn das ist ein Internetsender mit schlechtem Internet. Ein Internetsender mit schlechtem Internet. Keine Bits, keine Bytes fließen durch den Kabelsalat. Ein paar hier und dort flüchtig zwischengestreut, aber kein konstanter Strom an Bits. Deswegen sind wir ein Internetsender mit schlechtem Internet. Ein Internet-Sender mit schlechtem Internet. Kein wenig Bits, wenig Bytes. Ein bisschen Download mit einem Megabit pro Sekunde und mehr nicht. Around and it's. Ah, okay. Die Undercover-Karte hat Lars-Erik Paulsen gezogen. Er weiß, was sich hinter dem Vorhang verbirgt. Das ist die Undercover-Karte. Keine Lüge ist zu groß. Lars-Erik Paulsen findet die Wahrheit heraus. Er weiß, worum es geht. Er kann durch den Schleier der Lügen hindurch sehen. Ich glaube, mein Dickdarm hat sich verdreht. Weil eigentlich ist mein Darm ist ganz gerade. Du liegst am Strand, nackt und sorgenlos. Die Wellen singen ein zartes Lied. Die Sonne scheint recht gnadenlos dir ins Gesicht.
spielen verflixte Klicks, wir klicken jede Woche rein, um zu sehen, ob es diesen beiden Jungs gut geht. Die Punktejagd, da fieber ich jede Woche mit. Doch dann kommt Larry, Larry Lotzen und fistet ihn. Yes. Mein Wind, mein Brett, mein Lappen, meine Schlappen, ich bin unterwegs und vom Wind gezogen, ich fliehe hoch. Zurück ins Wasser und auf das Meer. Ich liebe die Sonne und ich liebe das Wasser in meinem Gesicht, in meinen Füßen. Komm her, ins Meer mit mir. Mein Brett, mein Wind, mehr brauche ich nicht. Der Wind zieht mich geschwind auf die andere Seite der Erde. Ich bin alleine und die Wellen, ich fahr durchs Watt. Durchs Watt, durchs Watt, 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 Watt. Er fährt durchs Watt, durchs Watt, Watt, Watt. Er fährt durchs Watt, Watt, durchs Watt, Watt, Watt. Er fährt durchs Watt, wie ganz Watt, fährt erst durchs Watt. Ich fahr durchs Watt. Keine Zeit mehr für eine zweite Strophe. Das Lied ist gleich vorbei, das Video auch. Deswegen gehen wir jetzt ins Watt und fahren da mit dem Surfboard rum. Im Watt, im Watt, Watt, Watt. Wake me up when September ends. Ist vorbei jetzt. Ist vorbei. September ist vorbei. Wake me up when September ends. So wake me up when September ends. Wir wollen hier weg, wir wollen in eine andere Welt ziehen. Die Stadt ist nichts für uns, hier gibt's nur Rollerstraßen. Wir wollen woanders hin. Gib mir mein Ticket. Jetzt kommt der Skit zwischendurch. Ja, ich hab hier keinen Bock mehr, ausgeraubt zu werden. Die Leute sind unfreundlich und lachen nie. Exotische Kulturen sind ja schön und gut, doch ich hätte gern mal wieder eine normale Einfamilienwohnung. Gib mir Cola, gib mir was zu trinken. Hier gibt's nur Wasser und das schmeckt ziemlich nach Chlor. Flugzeug hier raus. Mit dem Flugzeug hier raus. In der ersten Klasse raus. Neues Leben, erste Klasse war Tomatensaft. Jetzt hör mal zu, gib mir ein Ticket. Wie teuer ist es? Ich hab ganz viel Geld. Airport nach Hause. Neues Leben. Nee, hör mal zu, ich brauche jetzt echt ein Ticket. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Stadt. Ich will hier raus. Ticket her. Höhenfluge, Überwolken, alles fühl ich nur von oben. Mein neues Leben beginnt heute. Was soll das heißen? Ich hab keinen Pass. Ich hab einen Pass. Guck hier, ich hab ihn ausgedruckt. Jetzt nehm ihn mit nach Hause und schau mal drauf. Ich will jetzt raus hier. Was sagen Sie? Medizinischer Check nicht bestanden? Dann dreh ich wieder um. Altes Leben. Wieder zurück ins alte Leben. Frau muss seine Zähne verkaufen. Ich wollte eh nie weg. Ich find's hier ganz schön. Eigentlich ist gemütlich und das Essen schmeckt gut. Raus mit den Zähnen. 100 Kröten für jedes Ding. Schön, damit ich mir die Heimfahrt leisten kann. Ich will nicht mehr nach Haus, Baby. Ich will wegfliegen. Und zwar jetzt, Baby. Ich will wieder nach Haus, Baby. Ich will nicht wegfliegen. Ich will nach Haus. Wir fahren diesen Tunnel entlang. Deutsches Video. Durch den Tunnel. Rein in den Untergrund, ich bin unter dir. Egal wo du bist, ich fließ unter dir. Bin unter den Straßen, unter den Wegen, in der Stadt. Überall wo du bist, da bin ich unter dir. Alles ist nass, alles ist feucht. Ich hasse diesen Raum, ich will hier nicht mehr raus. Alles ist nass. Die Ratten kommen zu mir und fressen mich an. Alles ist nass. Du schenkst mir deinen Abfluss, deine Kloake, alles nehme ich. Ich fließ unter dir weg, du brauchst mich, ich brauch dich. Unter dir, egal wo du bist. Wasser, Schlamm, Soapscum. Alter! Yeah, yeah! Kurz zur Bestandaufnahme, warte, zum Beispiel! Kurz zur Bestandaufnahme! Schlammdreck unter dir, Kanalisation! Schlammdreck unter dir, Kanalisation! Schlammdreck unter dir, Kanalisation! Schlammdreck unter dir, Kanalisation! Hier kommen die Ratten in dein Gesicht!
Ach, komm schon rein! Frisch mir eine Höhle rein! In die Höhle! Frisch mir eine Höhle rein! In die Höhle! Schlammdreck, Untergrund, Kanalisation! Schlammdreck, Untergrund, Kanalisation! Schlammdreck, Kanalisation, komm rum! Komm rum, hol uns Schlamm unten rum! Verwesung, Verwesung und auch weitere schöne Sachen. Könnt's hier unten, gibt's hier unten. Komm schon rein! Hier gibt's Schlamm, Verwesung, Tod. Schlammdreck, Kanalisation! Schlammdreck, Kanalisation! Denn das ist ein Internetsender ohne Internet, ein Internetsender ohne Internet, fliegen durch. Wir haben keinen Breitband, WLAN geht nicht. Die Bits liegen in der Luft, doch wir kriegen sie nicht. Wir wollen die Bits, doch sie wollen nichts. Sie stecken in der Leitung fest, wir wissen nicht, wo wir sie sind. Drück doch mal auf die Leitung drauf, vielleicht klappt's noch ein bisschen. Wir haben keinen Internetsender ohne Internet. Der Stream funktioniert, doch das YouTube nicht. Wir refreshen die Seite, doch es bringt leider nichts. Die Bits und die Bytes sind irgendwo im Web. Wir greifen hoch, wir greifen tief, wir greifen links, wir greifen rechts. Wir greifen hoch, wir greifen links, wir greifen links, wir greifen rechts. Doch die Bits wollen nicht in unsere kleinen Finger kommen. Die Finger sind fertig, gleiten uns aus der Hand. Wir haben keine Lust, weitere YouTube, da ist der Tim. Leg die Sakeflasche lieber hin. Trink einen Schluck aus mir. Red doch mal mit deinem Kind. Alkohol ist geil. Alkohol ist schlecht für dich, du kannst viel schlechter fahren. Bringst Menschen um dich rum in schwere Gefahr. Lass den Sake stehen. Japan ist doch voll langweilig. Lass den Sake lieber stehen. Mach dir Fun mit Alk. Trink einen leckeren grünen Tee. Nein, mit Wodka. 20 Euro reicher. Rocket Beans, Pocket Beans, verflixe Klicks Beans am Donnerstagabend. Ich bin dabei, Pause auch. Wir schauen uns was an. Blech, Blech, wir mögen Blech. Das ist ein Hakenkreuz, das ist ein Hakenkreuz. Verfassungsfeindlich, Rocket Beans, das ist ein Hakenkreuz. Kreuzen, Hakenkreuz in Deutschland. La, 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 83. Sprich sie aus. Sprich sie aus. Ich sprich sie aus. Ich sprich sie aus. Ich sprich sie aus. Sprich sie aus. Ich sprich sie aus. Ich sprich sie aus. Ist die 213. 200. Ich sprich sie aus. Ich sprich sie aus. Was für eine schlechte Schätzung. Ich sprich sie aus. 213. Was für eine schlechte Schätzung. Was für eine schlechte Schätzung. Da schätze ich lieber Hakenkreuze. Aber dann heißt es aufstehen. Sachen packen. Weitermachen. Immer nach vorne. Die Musik ist zu leise. Ich gehe nach vorne. Jetzt kommt sie lauter. Ja, jetzt kommt sie lauter. Ich gehe nach vorne. Oh, auf die Spitze. Ihr seid am Boden. Packt euch an den Hoden. Rauf, rauf auf den Berg, doch innerlich komm ich runter. Ich bin mindestens ganz bei mir, bei Mother Nature. Egal wo ihr seid, ich bin ein paar Stufen drüber. Ich schwebe über der Welt, bin die Wolken meiner Brüder. Mother Nature, es Heli-Helikopter, Heli-Helikopter. Wolken seiner Brüder. Ich werde heute mal gewinnen, den Sieg nach Hause holen. Ich leg mich abends in die Badewanne, genieß den Abend, lehn mich zurück. Und am Ende des Abends schlafe ich ein und ich weiß, ich hab gewonnen. Ich werde wieder gewinnen. Jede Woche werde ich eine Krone holen und Glaspausen besiegen. Jedes Mal komme ich ran, ein Stückchen für ein Stückchen. Jede Woche einen Schritt weiter, vor allem mit der Fischkarte. Es ist eine Küche, es ist ein Zimmer. Wir sind hier beide voll am Gewinnen. Florentin Will, Lars Pausen sind dabei, hier alle Rekorde zu brechen. Es ist ein Fenster, Treppe geht hoch in die Kommode. Schau dich doch mal um. Wunderschönes Zimmer, geh einfach mal durch. Zwei getrennte Betten, da läuft seit Jahren nichts mehr. Jetzt kommt das Finale. Ich sag, das Finale ist richtig geil. Oh yeah, Klicks gehen steil an Clyde Property. Yeah, Spanien, Portugal, Island und England, alle sind zurück. Schweden ist dabei, Deutschland und Frankreich und Italien auch dabei. Und die Deutschland, Ungarn, Slowenien, Europäische Slowakei. Union, kommt zu uns zurück. Oh yeah, 27 Staaten, kommt zurück, wir gehen zusammen in den Garten. Kroatien, Polen, oder?
Nee. Ich weiß nicht genau, aber Finnland ist am Start. Ja. Yeah. Kommt alle doch her. Wir haben uns alle lieb. Skandinavia. Gib mir die Krone, gib mir die Krone, ich hol mir die Krone, ich hol mir die Krone, gib mir die Krone, gib mir die Krone, ich hol mir die Krone am Donnerstagnacht, ich hol mir die Krone am Donnerstagnacht, ich hol mir die Krone, Krone, Krone. Du kriegst keine Krone, du kriegst keine Krone. Ich hol mir die Krone. Keine Krone! Niemals kriegst du Kronen! Ich schätze zu hoch! Ich schätze zu tief! Am Ende habe ich die Krone! Das Pausen ist ein Rat, ist da. Er ist immer so wunderbar. Jeden Donnerstagabend ist er da. Er sitzt zu Hause, weil er mich nicht mehr ausstehen kann. Das ist für mich ganz traurig. Ich würde ihn mal wiedersehen. Er ist zu Hause, ich bin hier. Ganz, ganz weit weg, Lars Paulsen, komm zu mir. Wo bist du denn? Lars Paulsen, du bist mein Ratestar. Mein Ratestar. Mein Ratestar. Nils Bomhoff ist einer der besten Moderatoren der Welt. Viele gute Sendungen sind durch ihn noch viel besser geworden. Late Nights, Almost Daily, Moin Moin, Nils Bomhoff, Nils Bomhoff, toller Moderator, tolles Gesicht, Nils Bomhoff, Nils Bomhoff, Nils Bomhoff, sag mir eine Sendung und gib sie Nils Bomhoff. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt Tim Herbrenn. Akkumann, Akkumann, jetzt kommt Akkumann, Akkumann, jetzt kommt mein Saft ist leer, komm Akkumann zu mir, mein Saft ist leer, komm steck ihn mir rein, gib mir deinen Saft aus deinem Bauch, ich will ihn so sehr, den Saft aus deinem Bauch, lieber Akkumann. Brauche ich das? Oh, das war's. Akkumann, 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 Akkumann ist tot, er ist gestorben. Akkumann, Akkumann, Akkumann kommt. Akkumann, Akkumann, Akkumann kommt. Akkumann, wo ist das Kabel? Wo ist die Batterie? Wo ist die Säure? Gib sie mir in Rachen. Ich trink sie gerne vom Akkumann. Ich trink sie gerne vom Akkumann. Akkumann, wo bist du, Akkumann? Deine Säure. Gib mir, fliegern gib uns ganz nah heran, lieber Akkumann. Aua, das brennt. Akkumann, nicht in den Hals. Säure brennt im Hals ganz doll. In die Kabelöse. Wenn der Akku wieder voll ist, dann geht's mir gut. Wenn der Akkumann dann da war, ist alles wieder gut. Dann hab ich wieder Saft für die ganze Nacht. Für Lars und mich, egal was er mit mir macht. Hörst du die Vögel zwitschern? Nein. Siehst du die Bäche plätschern? Nein. Hörst du den Wind? Ade Carolina. Ade Carolina. G-Dur und A-Dur und Asch-Dur und H-Dur, A-Dur und D-Dur, alle sind sie da. Ade Carolina für Lars, Lars, Lars. Ich mag dich, du magst mich, wir haben uns so gern, doch ich weiß noch nicht, wie ich dir das sagen kann. Ich hab dich so gern, ich würd mir so gern mal deine Uterus ansehen. Uter, 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 Uterus. Zeig mir dein Uterus. Uter, 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 Uterus. Uter, 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 Uterus. Zeig mir dein Uterus. Uter, Uter, Uterus.
zeig dir meinen Uterus. Lecker und geschmeidiger Uterus. Saftig und rot, frei von Kot, das ist der Uterus. 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 Das ist der Uterus. BVB, mein Verein, du wirst niemals Letzter sein. Mit den Füßen im Schuh haust du drauf auf den Ball. Und der Ball fliegt durch die Luft in das Netz und wir schreien Juhu. Mit der ganzen Mannschaft feiern wir den Sieg, mein BVB. Hey, hey, ja. Mein Lieblingstag der Woche ist der Donnerstag. Da kommt Lars zu mir und sagt: Sag mal, hast du noch was vor? Ich sage: Nein, Lars, ich hätte ein bisschen Zeit für du und mich. Und Lars sagt: Na, da hab ich was für dich ganz Tolles vorbereitet. Und das ist eine coole Senf. Yeah. Oh, come on. Mach mir die Schuhe sauber, mach mir die Schuhe sauber. Ich war schon wieder im Dreck Lack und Leder. Unterwegs. Lack und Leder. Schlamm und Staub, Scheiße. Dreck und Staub, alles an meinem Schuh. Reib ihn mir sauber, Hundescheiße. Ich und du. Reib mir den Schuh, reib mir den Schuh, reib mir den Laub, Schuh alles sauber. Alles voller Laub, alles Wissen voller Sie Laub. Gerade nochmal? Harald. Hallo, hallo Harald, schöner Schuh, Ecoline, grüne Box. Glänzen soll's. Drück den Startknopf, hau den Schuh rein. Sim, sim, city, sim, sim, city, sim. Sim, sim, city, sim, sim, city, sim. Sim, sim, city, sim, sim, city, sim. Sim, city, city, sim, sim, city, sim. Was geht ab? Heute ist hier Riesenparty mit der Autobahn. Mit dem Gras auf dem Rad. Das ist der Autobahn-Rap. Ah, yeah. Das ist der Autobahn-Rap. Ah, yeah. Ich baue eine Autobahn mit Rap. Ah, yeah. Bau die Straße lang, Rap. Ah, yeah. Mit 180 Sachen fahre ich auf dem linken Streifen. Yeah. Ich fahre vorbei an all den anderen Pfeifen. Yeah. Ich sehe mich im Rückspiegel, schaue mich nochmal um. 100 Kilometer hier, kein Wurm. Ich biege schnell ab. Autobahn-Raschlette. Schmeiß mein Müll rein. Kostet nichts. Autobahn. Hol mir eine Karatza, steig wieder ein. Kurz mal stretchen, dann einen kleinen Kaffee. Fahr auf die Autobahn rauf. Das ist der Autobahn-Rap. Das ist der Autobahn-Rap. Ich esse einen Autobahn-Rap. Neben mir sitzt mein Beifahrer. Der hält mir die Stange. Der berät mich, wo ich hin muss. Es ist DJ Lars. Lars, wo müssen wir hin? Nach rechts! Das ist der Autobahn-Rap. Bitte wenden! Das ist der Autobahn-Rap. Ich bieg ab. Ich pack ein. Ich bremse ab. Ich gebe Gas. Ich bremse ab. Ordne mich ein. Auf die Brücke hoch. Denk bitte immer an die Reißverschlussregel. Die Reißverschlussregel. Reißverschluss. Ich bleib stehen. Rechts von links. Reißverschluss. Links, rechts. Autobahnsackgasse. Rechts von links. Denk an die Rettungsgasse. Rettungsgassen-Rap. Das ist der Rettungsgassen-Rap. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Don't drink Vorsicht and drive. Ist besser als Nachsicht. Don't drink immer mit and drive. Der Dummheit der anderen rechnen. If you want to drive, don't drink. If you want to drink, don't drive. It's easy. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Meine Schulter ist ausgekühlt in diesem Moment. Windspiel. Ich warte immer nur auf das schöne Windspiel. Du kannst spielen, was du willst. Spiel so hoch du willst. Oder tief oder hoch. Ist mir egal. Ich will das Windspiel. Wie heißt es? Es ist Windspiel. Es heißt Windspiel. Wie die Windspiel. So schön wie der Wind, so schnell wie das Meer. Gib mir das Windspiel, ich will immer mehr. Windspiel, Windspiel. Spiel das fucking Windspiel! Do 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 do
reicht. Es ist Donnerstag, es war ein schöner Tag, wir haben ganz viel Spaß gehabt mit Lars, Erik Paulsen und ganz vielen tollen Videos. Jetzt sind wir am Ende angekommen, ihr alle wisst, was das heißt. Bis jetzt hab ich's nicht gemacht. Es ist allerhöchste Zeit für eine ganz besondere Karte, die wir alle gerne haben. Und ich warte die ganze Folge, bis sie endlich dann dran kommt. Und jetzt ist es endlich soweit. Sie kommt gleich heran, sie schwimmt den Strom herauf. Sie fliegt in meine Hand, es ist die Fischkarte! Ja. Im Wald, du und ich, wir gehen jagen. Du kommst zurück, ich bring dir einen Hasen. Ich laufe auf dem Pfad und suche dich überall. Doch ich kann dich nicht finden, du bist vom Weg abgekommen. Scheiße, der Typ ist hinterm Baum. Ich sehe ihn kaum, doch dann kommt die Fee. Das war's auch schon. Wo sind wir? Ah, dann Beatbox. Soll ich? Großer Gott, wir ehren dich. Du bist eine coole Sau. Alles auf der Erde kennst du ganz genau. Weißt, was ich denke und weißt, was ich tu. Ich würd für dich alles tun. Danke, dass du mich erschaffen hast. Dass du meine Mutter und meinen Vater zusammengebracht hast. In dieser einen Nacht im Drive-Thru vom Burger King. Als sie sich kennenlernten und alles ganz schnell ging. Frankie, Frankie, Elsner. Liegt hoch hinten, das macht mich sehr traurig, doch ich hab noch ein bisschen Hoffnung dabei. Mit Lars Erik Paulsen, der stiehlt mir die Show, mit der Fischkarte zieht er voran. Leider hast du heute keine Chance gegen mich, denn ich bin super gut drauf. Was du vielleicht kannst, ist meinen Hund später noch zu streicheln, so wie diesen kleinen Mann. Mein Hund ist so widerlich, den fass ich nicht an. Nie im Leben schaff mir den Köter vom Hals. Doch das Einzige, was mich von dir unterscheidet, ich hab noch ein bisschen Hoffnung dabei. Ich hol mir die Krone, ich hol mir die Krone. Ich werd jede Folge eine Krone holen. Ich hol mir die Krone, ich hol mir die Krone. Denn ich hab einen ganzen Koffer voll Hoffnung dabei. Dreschmaschine, Dreschmaschine, ich dresch mir den das Feld kaputt. Dreschmaschine, Dreschmaschine, ich dresch mir das Feld kaputt. Ne grüne Dreschmaschine mit großen Drescharmen. Die drescht mir mein Feld richtig gut, so will ich's haben. Die Dreschmaschine, Dreschmaschine, ich hab ne grüne Dreschmaschine. Ich sag noch einmal jemand auf. Einer reitet auf dem Kopf! Maultrommeln seien nicht total cool, ey. Er hat's geschafft. Lass dich flowen, lass dich gehen in die Maultrommelerei. Trommel dein Maul. Maultrommel. Trommel dein Maul. Maultrommel rein. Die Käferbahn fährt, fährt erst nach rechts, dann fährt sie nach links, dann fährt sie hoch, dann wieder runter ist die Käferbahn, die hier fährt. Die Käferbahn fährt, hoch und dann wieder runter, die Käferbahn fährt, ein einziger Fahrgast und trotzdem fährt die Bahn, Fahrgast. Ein Fahrgast, die Bordbahn, oh, die Käferbahn fährt mal hoch, mal unten, oh, jetzt fährt sie runter, das ist der schönste Teil, straffe Rechtskurve, da ist doch nichts dabei, das ist die Käferbahn. Jesus. Verflixte Klicks, alle Klicks, flattern rein. Nur ein Kronen, heute noch nicht da. Bis gleich, wir singen noch ein bisschen. Lohnen, spärlich. Los jetzt! O du Fröhliche, o du Seele.
Weihnachtszeit. Ah, Baby, komm schon, schneid mir deine Blume. Ich baue dir eine Papierblume und schenk sie dir. Ich steck sie dir in dein süßes Haar. Her damit in mein Haar, Baby, ich seh richtig gut aus damit. Komm schon, gehen wir zusammen auf ne Party. Rein in dein Haar, du hast kein Spliss, die Haare sind glatt. Tief verwurzelt in der Erde steckt er da seit 100 Jahren, jetzt ist er raus, der Baum ist raus. Raus mit dem Baum, raus mit dem Baum, Baum. Raus mit dem Baum, raus mit dem Baum, Baum. Die Wurzeln reichen tief, ganz tief bis in den Erdkern. Doch wir sind stärker mit unserem Trockner, ziehen wir raus. Der Baum ist raus. Raus mit dem Baum. Der Baum ist raus. Raus mit dem raus. Na 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 na. Time after time. Ah, geil, ey. You catch me, you crave me, you will find me. Time after time. Time after time. Ich glaube nicht, dass es ein viraler Klicker ist, um ganz ehrlich zu sein. Time after time. Also ich glaube, Musikvideos kommen generell auf YouTube. Time after time. Panda, 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 Löwe. Panda, 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 Löwe. Panda, Löwe, Tiger, Panda, Löwe, Panda, Tiger. Das waren alle, glaube ich, oder? Das ist ein Kinderlied. Panda, 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 Lux. Liebe Kinder. Panda, 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 Lux. Wo ist der Lux? Er ist kurz vorm Aussterben. Nein, nein, liebe Kinder, hört nicht zu. Das ist der betrunkene Panda, Panda, Onkel. Panda, 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 Lux. Nein, nein. Panda, 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 Lux. Nein, guck da weg. Wo ist der Lux? Niklas, setz dich hin. Geld für den kleinen Lux. Nein, fass ihn nicht an. Der hat lange nicht geduscht. Duck and chicken, 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 nugget, 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 duck and chicken, 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 nugget, 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 duck and chicken, duck and chicken. Music is our life. We have a whole dream for you and I. And you, we licks their clicks. Wir sind die lustigen Reiter. Wir haben richtig Spaß. Da gibt's kein Strom für uns. Wir erzeugen ihn mit unserer Musik. Die frische Luft ist geil, der Boden ist ganz steil. Dunkel hol ich mir schon mit alle holen. Die Krone ist auf meinem Kopf obendrauf. Ich hol mir die Krone, hol mir noch mehr Punkte. 76 Klicks. 10 zu 1 steht es schon, das ist mir nicht genug. Noch ein obendrauf, du sagst was, sagst du? 76 Klicks. 76 Klicks, das ist zu viel, das ist viel zu viel. Das ist eine gute Band. Das ist ein Heißluftballon. In Moskau. Ne Ballonfahrt, die ist lustig. Ne Ballonfahrt, die ist schön. Denn da kann man die ganze Welt von oben ansehen. Ne Ballonfahrt, die ist lustig. Ne Ballonfahrt, die ist schön. Da kann man die ganze Welt von oben sehen. Da kann man die ganze Welt von oben sehen. Ich nehm Lars mit auf ne Ballonfahrt. Dem war ich um die Welt. Wir schauen von oben und verdienen ganz viel Geld. Ist halt ja, auch ziemlich gefährlich. Donnerstagnacht, wir haben gute Laune. Nee, haben wir nicht. Alles ist schön, ich hol mir die Punkte aus Lars Laune. Klick, 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 ich hol sie mir, steck die Punkte in meinen Beutel. Klick, 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 ich hol sie mir, ich bin der Beste heute Abend. Krone für mich, keine Krone für Lars, das freut mich die ganze Woche. Ich hol mir die Krone, ich hol mir die Krone, Lars kriegt mal nicht meine kleine Bohne. Ich krieg die Krone, ich krieg die Krone. Hier auf Bohnenbeans, ich krieg die Krone, ich krieg die Krone. Hier auf Rocketbohne, ich hol die Krone, ich will die Krone, freu mich die ganze Woche. Oh, ist das Leben schön mit einer glänzenden Krone.
Gib mir die Krone, ich hol mir die Krone, lass pausen, der kriegt gar nichts. Ich will die Krone, ich hol mir die Krone, lass pausen, kann nur weinen. Ich krieg die Krone, ich krieg die Krone, lass pausen, kann nur staunen. Oh, ich krieg die Krone, ich krieg die Krone, oh, bin ich halt gut. Ich treffe zweimal, oh, ich treffe zweimal. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Wie oft? Eins, zwei, zweimal. Ich krieg die Krone, ich krieg die Krone, lass pausen, kann nur staunen. Oh, ich krieg die Krone. Ich krieg die Krone, das Pausen kann nur weinen. Donnerstagnacht, mir geht's gut. Ich sitze hier mit Lars Pausen. Kinetischer Sand ist am Start. Morgen ist Ostern, ich gehe nach Haus. Wir schauen Rocket Beans den Stream mit Marco Giesel. Kinetischer Sand ist am Start, Baby. Wie hat dieses Video? Ich weiß es nicht. Keinen kann, weiß es nicht. Mein Kopf fühlt sich an, als wäre er voller kinetischer Sand. Ich hab nichts im Kopf. Leere Gedanken fliegen umher. Was soll ich nur sagen? Ich bin nicht mehr da. Flieg schon weg, bin im Osterfieber. Ist das eins dieser psychedelischen Videos, die einen dazu bringt, Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde? Ist das eins dieser Videos, das die Gedanken kontrolliert? Du bist ein Mörder. Dein Leben ist eine Lüge. Glaube nicht. Das ist ein ganz normales Video mit ein bisschen komischer Musik. Lass mich dein Lars sein. Die ganze Nacht. Ich komm nach Haus und leg mich hin. Der Tag war lang und schwer. Doch du bist da, ganz nah bei mir. Du bist ja doch mein Lars. Lass mich dein Lars sein. Die ganze Nacht, lass mich dein Lars sein. Die ganze Nacht, ich bin dein Lars, nein. Ganz da für dich, nur dein Lars. Nur dein Lars. Lars sein, ich bin dein Lars, lass mich dein Lars sein. Die ganze Nacht, ich bin dein Lars, dein. Schon wieder Donnerstag, Florentin und Lars Pausen sind schon am Start. Es ist schon wieder Donnerstag, Florentin und Lars Pausen sind am Start. Es ist schon wieder Donnerstag, Florentin und Lars Pausen sind am Start. Verflixte Klicks. Wir schauen verflixte Klicks, wir schauen Videos im Internet und schon wieder Donnerstag. Lorentin und Lars Pausen sind am Start, es ist schon wieder Donnerstag. Hashtag Fischkarte, Hashtag verflixte Klicks, schon wieder Donnerstag. Ihr schaut Klicks und wir schauen die Videos. Wir sind wir Plane Watcher, Plane Watcher, wir haben keine Freunde. Plane Watcher, Plane Watcher, warum lädst du mich nicht ein? Ich schaue mir Flugzeuge an, ich komme nicht mehr nach Haus. Der letzte Bus ist schon gefahren, ich bleibe auf dem Flughafen die ganze Woche. Auf dem Flughafen die ganze Woche. Ein Flugzeug nach dem anderen hat man drei gesehen, kennt man eigentlich schon alle. Ich schaue mir Flugzeuge an. Flugzeuge an, hab keine Freunde mehr. Ich hab nur noch Flugzeuge in meinem Leben. LK-Piloten sehen mich ungern. Ich sorge für viel Probleme auf der Landebahn. Flugsicherheit, Flugsicherheit. Es war eine Freitagnacht. Lars Pausen und ich haben eine Sendung im TV gemacht. Sie hieß verflixte Klicks mit vielen guten Videos. Baby, oh yeah. Lars hat sich die Punkte geholt, vom Punktebaum heruntergepflückt. Das hat die Zuschauer ziemlich entzückt, doch machte mich verrückt. Oh, doch machte mich verrückt. Oh, ich konnte nicht mehr weiter. Ich wusste nicht wohin, drum wandte ich mich an meinen besten Freund in Chat. Das seid ihr, das seid ihr. Lieber Chat, ihr seid immer bei mir und ihr gebt mir eure Kraft.
euren Kraftsaft für mich gelb zu. Blau ist die Farbe der Musik, der Musik. Blau ist die Nacht, blau ist der Stern, blau ist die Musik, blau ist Lars, Lars. Ah, das Leben ist die hohe See. Ah. Lars ist der, den ich immer wieder gerne sehe. Mit Lars auf der See, die Wellen in meinem Ohr. Die Luft schmeckt salzig. Eine Böe Freiheit mit Lars Pausen auf dem Ozean. Der Wind so sanft, das Wasser so nass, das mag ich gern. Eine Böe Freiheit am Freitagabend mit Lars Pausen auf Rocket Beans TV. Pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst, da ist es kalt, kalt. Wind, 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 Wind. Wind. Sonne und Salz. Wind, Sonne und Salz. Ja, mach's gut, das ist. Ohne Scheiß. Jetzt geht's weit gerade. Sonne und Salz. Oh, ich bin ja einer der größten Aquarianer. Das ist ein richtig gutes Video. Ich bin Donnerstagnacht, Lars und Pausen sitzen hier. Fische, Fische. Was? Fische im Tank, mit Gras dabei. Wir schauen's uns an. Ich liebe diesen Style. Und ich liebe Fische. Garnelen sind im Teich. Fische sind im Fische. Die Krabbe ist kein Fisch. Die Krabbe ist ein kleines Tier, ein Krabbentier, ein Kriechtier, ein kleines Tier, ein kleines Tier. Die Krabbe ist kein Fisch. Die Schnecke auch nicht. Deswegen haben wir es hier keinen Fischtank zu tun. Algen sind Gras. Keine Pflanzen. Algen sind keine Pflanzen. Algen sind Gras. Sind keine Pflanzen. Seegras. Sind Seegras. Algras sind keine Pflanzen. Oh, guck mal, die tanzen. Yeah. Das ist der Langusten. Shrimp Shrimp Dance, der Langustentanz. Shrimp Shrimp Dance ist der Langustentanz. Shrimp Shrimp Dance, der Langustentanz. Ja, ja, im Aquarium. So, die Languste ist ein Krabbeltier. Krabbelt rum, krabbelt oben, krabbelt nach Seite, zur links, nach oben. Die Languste ist ein Krabbeltier. Krabbelt hoch, krabbelt weiter, immer weiter, immer weiter durch das Seegras. pH-Wert-Tanz. pH-Wert, Nitrit, das ist der Seegras. Nitrat, Achtung, gefährlich. Achtung, gefährlich. Nitrit, Nitrat, Fische sterben durch diese Werte, wenn man nicht. Das ist der Seegras-Tanz. Ah, füttert die Fische aber nicht zu viel, das ist der Seegras, sonst kommt Nitrat raus. Holy shit. Ah, ich kann nicht mehr ohne. Das ist der Seegras-Tanz. Ah, kleine Schnecken schmecken. Kleine Schnecken schmecken. Kleine Schnecken schmecken. Trip, Tag 3. Den Seetang-Tanz. Ah, ah, kleine Schnecken schmecken. Es ist der Seetang-Tanz. Ah, ah, Algen sind keine Tiere. Ah doch. Langusten-Kicks. Ihr kennt ja jetzt den Stil dieses Songs. Ich möchte, dass ihr in die Kommentare noch ein paar Zeilen schmeißt. Ah, Zeilen in den Teich schmeißt. Das ist der Seetang-Tanz. Das ist der Seetang. Der Langusten-Tanz. Seetang-Tanz, Seetang-Tanz, Seetang-Tanz. Leider hat es nur 1068 Klicks. Leider hat es nur 1068 Klicks. Aber morgen hoffe ich, dass dieses Video ungefähr an Andreas, wie heißt der andere Typ, Florentin rankommt. Oh, yeah. Der andere, Andreas, heißt Florentin. Tanz. Ah. Kleine Schmecken schmecken. Kleine Schmecken schmecken. Im Seetang-Tanz. Echt, der Seetang-Tanz. Ah, ah. Algen sind keine Pflanzen. Der Seetang-Tanz. Kleine Schnecken schmecken. Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Im Aquarium. Lauwarmes Wasser, die Strömung ist gut. Und wir bewegen uns weiter in die nächste Runde von Fabrik zu Fabrik. Knapp 25 Grad. Für Fische ganz okay. Der Seetang-Tanz. Das ist der Seetang-Tanz. Oh yeah. Die Kacke muss man aufsaugen. Sonst entsteht Nitrat oder Nitrit. Der macht so richtig coole Moves, Mann. Das ist ein cooler Typ. Der geht heute noch raus. Der schaut sich mal die anderen Langusten an. Das ist der Seetang-Tanz. Der geht noch raus. Der schaut sich heute mal die ganzen anderen Fische an. Der geht heute noch raus. Ich tanze wie Seetang. Cooler Typ. Ah. Ich tanze wie Seetang. Pokémon Down Park. Skateboard. Es geht um was. Es geht um. Ja, mach mal weiter, mach mal weiter. Du kannst kein Klavier spielen. Mach weiter, ich will jetzt eine geile Story erzählen. I fall because I wasn't paying attention. I'm an idiot. Then I was looking at my arm.
and it was painful. Ouch. Auch. 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 Also then I started screaming really bad, and the world was looking at me like you're a fucking weirdo. My father told me that we're going to the doctor. Bro, das ist die Geschichte von seiner gebrochenen Hand. And I'm 28. And I'm home with my broken arm. In that Gibson, I'm here. Riding with my right arm. Oh, wir haben eckige Klammern, Leute. Wir haben eine Bildtonschere, eine Bildtonschere. Erst der Ton, dann das Bild. Wir haben eine Bildtonschere, eine Bildtonschere. Erst das Bild, dann der Ton. Bild, dann Ton, nicht gleichzeitig. Wir haben eine Bildtonschere, wir haben eine Tontonschere. Wir haben eine Bildtonschere, eine Bildtonschere. Rechts. Erst das Bild, dann der Ton, dann das Ton. Erst das Bild, andersrum, wer ist im Flug? Tens. A steht für Abfall, den räume ich gern weg. B steht für Banane, den schmeiß ich gern in den Dreck. C steht für Christentum, da sind wir alle glücklich. D ist doof. E steht für Eigeninitiative. Geht mal raus. Schaut euch die Welt an. F steht für frischen Fisch. F. G steht für gewonnen, habe ich diese Runde verflixeklicks. Ich hab gewonnen. H steht für Huren, die am Straßenstrich stehen. Man kann sie kaufen. I steht für ich hab gewonnen. J steht für Jubel, der mir heute ausbleibt. K steht für Ku Klux Klan. Der Sieg liegt mir zu Füßen, ich hab ihn mir erkämpft. Die Reise war lang und steinig, doch am Ende gewinnt die Wahrheit. Und dann komm ich zurück. Wie ein Krieger des Lichts. Das Pausen lebt in meinem Nacken. Jeden Tag hat er mich im Griff. Doch heute ist mein Tag. Ich kann ihn besiegen und werde ein neuer Mensch. Und dann komm ich zurück. Das Pausen. Wie ein Krieger des Lichts. Niemals! Ich werde siegen! Die 21 kannst du mir nicht nehmen. Und dann kam ich zurück, wie ein Krieger des Lichts. Das Leben geht weiter. Having fun running trains in the sun. We're running trains because we got no friends. We got no friends. We just got trains. They don't complain. They are my friends. We have no friends. We just have trains, they don't complain, they don't leave me alone, never say no. Wer Schafft's die nicht. Saat sieht, der wird auch ernten können. Wer die Blumensamen sieht, bestellt das Feld. Wer harte Arbeit, viel Schweiß und Arbeit liebt, der wird ein reiches Feld beschert bekommen. Harte Arbeit und Geduld, Geduld sind am Ende, was zählt. Du bist schuld, wenn du arm bist, hast du nicht viel gearbeitet. Dann heul doch nicht, du bist selber schuld. 20 Sekunden sind bitte schon um. Schenk dir diese Blume. Wenn die Klicks wieder rollen und die Fischkarte zuckt, ja, dann ist es wieder soweit. Dann wird verflixt Klicks gekocht! Jetzt sind wir wieder da! Wir sind wieder da, verflixte Klicks ist da! Eine Prise Paulsen, eine Prise Florentin Will. Rassismus ist dabei, Antisemitismus kein Fremdwort. Heute Abend, am Freitagnacht, bleib zu Hause, geht nicht raus, du schaust verflixte Klicks. Punkte liegen wieder vorne.
Ed Stöcker, bitte nächstes Mal an. Sorry. Ist lang und unüberwunden. Hey Leute, manchmal im Leben liegst du hinten, weißt nicht wohin. Du schaust dich um und überall nur schlechte Nachrichten. Doch wenn du richtig Gas gibst, weißt du's genau. Auf der Straße des Erfolgs gibt's nur einen Weg. Fahr ihn konstant und komm ans Ziel. Lass die Passanten stehen, lass die Träume ziehen und fahr einfach weiter nach Haus. Tu's nicht für dich, tu's nicht für Lars. Tu's nur für den Sieg. Manjana. Freitagnacht. Paul Singer und Florentin. Die Nacht gehört der Jugend. Singen unser verflixtes Lied. Yeah, yeah. Vielleicht war's dumm. Hier no Bullshit heute, Fischkarte! Oh, Doppelfluch! Darum geht's heute! Doppelfluch! 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 Keiner gewinnt! Neutrale Punkte in der Mitte! Die Schätzung hängt fest! 5 zu mir! 5 zu Pausen! Keiner gewinnt! Keine Punkte für uns! Das ist der Doppelfluch! 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 Das ist der Doppelfluch! Fischkartenfluch! Doppelfisch! 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 Kartenfluch! Hey Junge! Viele Klicks leben immer noch auf deutschen Straßen. Hey Junge! Ohne viel zu essen. Ohne Unterkunft. Sie haben kein Zuhause. Hey Niemand Junge. Schätzt sie. Niemand kümmert sich um sich. Hey Junge! Klicks sind manchmal einsam. Sie leben im Wald. Klicks schreifen umher. Niemand ist ihnen kalt. Klicks ist manchmal kalt. Sie haben keine Decke. Lars Paulsen interessiert sich nicht. Er will nur die richtigen. Hey Schätze Junge. Daneben. Ich treffe auch manchmal nicht. Die Klicks gehorchen mir nicht. Sie tun, was sie wollen. Die Klicks sind da, wenn ich sie brauche. Und hey, jetzt Junge. Heißt es Klicks, ich schätze dich. Hey. Klicks, ich hey, schätze hey. Dich, ich schätze dich. Klicks, ich schätze dich, ich schätze dich. Ich schätze deine Seele, dein Herz. Klicks. Hey, Junge. Hey. Ich schätze dich. Klicks, ich schätze dich. Zu Hause und auf deinem Weg. Hey, Junge. Jetzt geht's los, Baby. Jetzt kommt ein Tanz, Baby. Wir tanzen den ganzen Tag. Wir haben richtig Spaß. 19 Uhr, Rocket Beats TV, ich schalt an. Ich hab Spaß, ich bin meinen Freunden am Start. Ich hab einen Cola aufgemacht, hab Popcorn auf dem Schoß. Ich habe Spaß mit Lars Paulsen. Wunderschöne Welt, Schnee auf dem Boden. Mir doch egal, ich hab einen Hoden. Ihr seid dabei, Hashtag FlixiKlicks. Jetzt wird gewichst. Lass Pausen zum Humor, kann ich mich nicht mehr identifizieren. Ich steige aus der Sendung aus, trotzdem will ich ihn sezieren. Mit meiner Gefahr, die ich für ihn bin, für seine Klickschätzung. Ich klickschätze immer besser, ich kenne dieses Spiel. Es ist 4 zu 3, ich hasse 4 zu 3. 4 ist länger, breit als hoch. Ich weiß nicht, warum man das cool findet. Das sieht aus wie WoW oder ein billiger Rip-Off. Hey, Florentin, ich klär dich auf. Das ist ein Video, das vielen Rip-off. Gefällt. Aber ich sag dir eins. Ich bin der Beste. Und wir schauen auf die Kronen mal kurz. Schätzung ist willkürlich. Im Grunde hat man relativ wenig, an dem man sich orientieren kann. Es ist schwer, es ist hart. Doch ich bin genauso stark. Kann man die Tickets für dieses Konzert zurückgeben? Kann man? Wenden Sie sich an den Support. Es gibt Wenden sowieso keine Zuschauer gerade. Wenden Sie sich an den Support. Ganz ja, Freund ist im Studio. Schauen mal ganz kurz. Kongidokia,
2017 mit Lars und Florentin. Ich kann immer nur dasselbe singen, egal was die Melodie ist. Und deswegen wollte ich vietnamesisch singen. Ist eine Abwechslung. Ich mag Abwechslungen. Jetzt wär's wieder du dran gewesen. Mit der Takt hat's vorgegeben. Ist zu viel Gold, ey. Also. Gut, da ist nichts Chernobyl. Los. Hier passiert nicht mehr allzu viel. Ja, das ist Chernobyl. Spiel lieber mit Playmobil. Denn das ist Chernobyl. Hier passiert nicht mehr allzu viel. Komm und spiel lieber mit Playmobil. Willi, 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 Willi will keine Würstchen, deshalb tippt er wie ein Würstchen. Er tippt heute wie ein Würstchen. Heute war ich oft zu tief, hab tief gestapelt. Ich werd mich dran erinnern beim nächsten Mal und werd mich aufrappeln. Ich steig höher und immer höher auf. Versuch's jetzt noch einmal mit der Zahl 5. Mein Gott, nichts reimt sich auf 5. Trotzdem reim ich weiter an dem Ende mit der 5. Ich reime die 5, bis mir was einfällt. Ich bin gut, 5 mal gut. Hey, hey, hey. Wer nicht tanzt, wird erschossen. Wer nicht tanzt, wird erschossen. Wir lieben unser Leben, wir wollen hier niemals weg. Wer nicht tanzt, wird erschossen. Asien ist ein schönes Land, wir wollen hier niemals weg. Wir tanzen gerne und das, obwohl es hier in Afrika. Wir lieben unseren Führer, er tut nur Gutes für uns. Wir tanzen fröhlich umhin rum und wünschen ihm alles Gute. Wer nicht mittanzt, der wird erschossen. Wir haben Spaß am Leben und am Tanzen. Kommunismus funktioniert, das seht ihr hier. Wir lieben unser Leben, wir lieben unser Leben. Wir sind hier. Was ist das? Im verflixten Haus. Und wir schauen aus dem Fenster raus. Oh yeah, und wir haben Spaß. Habt ihr auch einen guten Freund an eurer Seite jeden Freitag, mit dem ihr euch die Videos der Welt anschaut? Oh ja, das hab ich. Und mit diesem süßen kleinen Mann geh ich später noch ein Trinken. Viele Klicks oder wenig Klicks, irgendwas in der Mitte. Sind es 1000, 2000 oder doch nur 4? Wir wissen es nicht, doch wir schauen die Auflösung an. YouTube, vielen Dank für die Schätze, die du uns jeden Freitag bietest. Danke. Los mit den 20 Sekunden, so lang habt ihr immer Zeit zu voten. Zu voten, voten, zu voten, voten, zu voten. Voten. Dieses Video scheint aus der Schweiz zu sein, mit vielen guten Grafikern, die dort daran gearbeitet haben. So, ich sage, dieses Video hat nicht viele Klicks. Video, es ist ein Video mit 8 Klicks, Baby. Es ist ein Video, das zur Unterstützung eines Vortrags gedacht ist, in dem ein jemand davor steht und darauf deutet, was dort steht. Was dort steht, was dort steht. Oh, was dort steht. Vielleicht hat er bei der Präsentation ja den Fehler gemacht, dass er zu lange oder zu kurz für einen Abschnitt braucht und dann aus dem Rhythmus kommt. Das wäre eine lustige Situation, doch er ist professionell, denn er kommt aus der Schweiz. Aus der Schweiz kommen doch nur Vergewaltiger.